Herzlich willkommen in Anis Welt. Die Straße der Megalithenkultur verbindet 33 Stationen der jungsteinzeitlichen Großsteingräber. Zwischen Oldenburg und Osnabrück befindet sich ein wahrer Hotspot von Dolmen. Mich führte sie nach Werpelow, zu dem Großsteingrab Steenhus 18b. Die Straße, die zum Dolmen führte, nennt sich in den Klöbertannen. Nach ca. 200 Metern befindet sich das Hinweisschild auf der rechten Seite. Ganz in der Nähe des Waldweges befindet sich ein militärischer Übungsplatz. Bitte achte auf die Warnschilder. Nach einer langen Wanderung durch den Wald, wobei der Weg sich langsam auflöste, entdeckte ich das kleine Hinweisschild, was mich endlich zum Dolmen führte. Der Dolmen 18b ist wie alle Dolmen in Sonnenlaufrichtung, also Ost-West ausgerichtet. Er ist ca. 21 Meter lang und 1,6 Meter breit. Alle 14 Tragsteine, auch Jochen genannt, sind noch vorhanden. Auch die 10 Decksteine sind noch vorhanden, wobei der größte davon 2,20 Meter mal 1,60 Meter misst. Der ovale Steinkranz, der alle Dolmen umgibt, ist auf der Südseite noch recht gut erkennbar, wenn auch die Steine nicht mehr an ihrem ursprünglichen Standort stehen. Einen Ausflug zu diesem Dolmen möchte ich vor allem im Juli empfehlen, denn überall waren leckere Blaubeeren zu pflücken. Mmh.